steht, dass Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. Vor 12 Jahren tötete Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch. Hm. In Hogwarts sind wir bestimmt sicher. Was ist los, Harry? Ron, ich habe gestern gehört, wie dein Vater über Sirius Black redete. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh, Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Such bloß keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Aber sie werden ihn doch fassen, nicht wahr? Ich meine, die Muggel suchen ihn doch auch alle. Fetze, komm zurück! Kannst du auf dieses Monster nicht besser aufpassen? Beruhige dich, Ron. Du willst doch Professor Lupin nicht aufwecken. Keine Sorge, Ron. Wir helfen dir bei der Suche nach Kretze. Na super. Kretze könnte Ron, überall hin verschwinden. Doch, Kretze nicht jagen darf. Türen öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Harry. Drücke zum Aktivieren deines Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu zielen. Alohomora! Lass die Maustaste los und drücke den Zauber. Da ist er. Wir können über das Gepäck klettern, Harry. Wir müssen nur drauf zugehen und können dann anfangen zu klettern. Wir müssen hochspringen, um über diese Kisten zu klettern. Dann los. Du gehst voran. Geh auf die Kisten zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Lass uns diese Bertolotz-Bohnen mitnehmen. Wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg schieben. Oder einer von uns könnte die Pulso zaubern. Die Pulso! Gott sei Dank. Okay, und wo Wenn ist jetzt durch das dieses Wald alle hochgehen, werden unsere Abenteuer bis hierher gespeichert. Na klasse, Kretze ist hinter diese Wand gelaufen. Also Ron, du solltest deine Ratte wirklich mal trainieren. Wow, ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle drei gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an, ihr kommt dazu. Lumos! Pass auf! Fliegende Bücher! Wisst ihr alle noch, wie man die Pulso wirkt? Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Halt ruhig! Na, wen haben wir denn da? Potti und das Wiesel. Ich hätte wissen müssen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy. Hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Wohl der einzige Ort, an dem er Freunde findet. Ich würde euch tatsächlich gerne einen ziemlich interessanten Freund vorstellen. Nehmt euch jetzt bitte. Oh nein. Was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Zaubert auf die Seiten! Wir holen sie aus der Luft, Harry. Klasse, Leute! Darf ich jetzt schreien? Ron, du musst wirklich an der Genauigkeit deiner Zaubersprüche arbeiten. Eine Bildkarte. Die sammle ich total gern. Wenn wir Hogwarts genau durchsuchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. Wir können in das Folio Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Drück die Escape-Taste und klick auf das Bild der Karte. Du hast uns ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Los, lasst uns in unser Abteil zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Ich hole Hilfe!
Harry, Ron und Hermine waren froh, wieder in Hogwarts zu sein. Harrys Begegnung mit dem Dementor hatte keinen schweren Schaden hinterlassen, außer einem wachsenden Gefühl der Angst. Die drei Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Ron Weasley, kommst du bitte nach vorn? Ich? Sind Sie sicher? Hermine ist bei Zaubern viel besser. Du schaffst das schon, Ron. Geh einfach durch diese Tür und fang an. Hallo? Professor Lupin? Willkommen zur Carpe Retractum-Aufgabe, Ron. In dieser Aufgabe sind 10 Aufgabenschilde verteilt. Einige sind gut versteckt. Finde alle 10 Schilde, um in den Bohnenbonusraum zu gelangen. Findest du beim ersten Versuch nicht alle Schilde, kannst du immer wiederkommen. Du beendest die Aufgabe, indem du den letzten Schild aufsammelst. Fangen wir also an. Carpe Retractum erfüllt 2 Hauptzwecke. Dich an etwas heranzuziehen oder etwas zu dir hinzuziehen. Such dir eine Statue, auf die du den Zauber richten kannst. Schau, was passiert. Carpe Retractum! Impuls! Carpe Retractum! Hervorragend! Du kannst den Carpe Retractum auf die Hände ziehen. Dann springst du auf das Feld, um die Luft zu hüpfen. Mit Carpe Retractum kannst du auf Dinge erlauben. Wenn du das zauberst, such dir ein Ziel für den Zauber und dann geh dann drauf. Hip! Carpe Retractum! Hip! Hip! Du kannst über solche Hip. Löcher springen, Ron. Halte Pfeiltaste oben gedrückt, um auf sie zuzulaufen. Wenn du den Rand erreichst, halte die Pfeiltaste gedrückt und spring mit der rechten Maustaste. Carpe Retractum! Carpe Retractum kann auch bei bestimmten Seilen verwendet werden. Versuch es mal. Hip! Ah! Hip! Ja. Hip! 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 Ah, hip, ah, hip, ah. Professor Lupin, das Ding sieht nicht sehr freundlich aus. Das ist ein Imp, Ron. Vorsicht, er könnte explodierende Zauberknallbonbons nach dir werfen. Deine Zauber sind nutzlos gegen ihn. Die Zauberknallbonbons dürfen dich nicht berühren, wenn sie in der Luft sind. Du kannst sie aufsammeln, wenn sie zu Boden gefallen sind. Sei aber vorsichtig. Bist du nicht schnell genug, explodieren die Bonbons. Weiter, Ron. Versuche den Zauberknall. Perfekt, Ron. Und jetzt zum wirklichen Leben. Wirkliches Leben? Ausgezeichnet, Ron. Alles klar. Kürbispasteten. Die sind viel mehr wert als... Nein. Das Geräusch ist nicht das, was ich denke, oder? Victus Entra! Victus Entra! Victus Entra! George bestimmt viel mehr wert als Bohnen. Da bin ich mir nicht sicher. Professor? Das ist eine Feuerkerbe, Ron. Sei vorsichtig, sie kann Feuer aus ihrem, ihrer Hinterseite schießen. Verwende Rictus Sempra, um sie umzuwerfen.
Verwende es erneut, um sie, wenn nötig, in die Falle zu schubsen. Sehr gut, Ron. Und du hast alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du kannst also in den Bohnen-Bonusraum gehen. Neville wartet auf uns. Wichtel! Ah! Lass mich in Ruhe. Wir haben es hier mit einer Wichtelplage zu tun.
Können wir irgendwie helfen? Zaubert auf den Brunnen, um den Schwarm aufzuwecken. Ihr müsst zusammenarbeiten, um sie zu vertreiben. Erwischt ihr nicht alle Wichtel auf einmal, könnt ihr es immer wieder versuchen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr den Schwarm besiegt. Schafft ihr es, alle Wichtel zurück in den Brunnen zu scheuchen, bekommt ihr alle 5 Karten des Satzes. Aber das ist nicht einfach. Das war einfach klasse. Komm, Harry, wir sollten Neville zur Hippogreifkuppel folgen. Ah, was ist denn das? Ich hoffe, Hagrid verlangt nicht von uns, dass wir das anfassen. Ekelhafte Kreatur. Willkommen zu Pflege magischer Geschöpfe. Dieses Jahr werde ich euch unterrichten. Ich möchte euch Seitenschnabel vorstellen. Er ist ein Hippogreif. Heute lernen wir, auf ihm zu reiten. Du zuerst, Harry. Geh auf ihn zu, verbeuge dich und warte. Ich verbeug mich doch nicht vor diesem hässlichen Scheusal. Hallo, Seitenschnabel. Ja, guter Hippogreif. Muss durch genug Fledermäuse fliegen, um die Zahl oben im Zähler zu schlagen. Wenn du bereit bist, drück einfach die rechte Maustaste, um mit Schnäbelchen zu fliegen. Ja.
sehr gut seinen Schnabel. Ja, so ist's gut. Sehr gut seinen Schnabel. Ja, so ist's gut. Eine Sammelkarte. Wirklich gut gemacht, Harry. Möchtest du noch einen Versuch starten? Komm einfach zur Koppel zurück. Insgesamt gibt es 5 Flugstrecken. Auf jeder kannst du eine Sammelkarte gewinnen. Du bist überhaupt nicht gefährlich, oder? Du großes, hässliches Scheusal. Ich sterbe, seht her! Es hat mich umgebracht! Du stirbst nicht! Glaubst du, er wird wieder gesund? Natürlich. Madame Pomfrey kann Wunden in Sekunden heilen. Ich wette, Malfoy wird Hagrid die Hölle heiß machen. Sieh an, wenn das nicht Wiesel, Mäkler und Potty sind. Hieß. Ich traue dieser Rüstung nicht. Er hat uns eingeschlossen. Wir können ihn schlagen, wenn wir alle gleichzeitig zaubern. Ron, zaubere deinen Carperetractum-Zauber, wenn wir ihn geschwächt haben. Oh je, 3 kleine Spielkameraden. Besser, oder? Kleiner Platz. Au! Miese! Er schmeißt mit Du warst fantastisch, Ron! Es ist einfach, gut zu sein, wenn man sich so erschreckt. Wir sollten jetzt endlich zur Verwandlung gehen. Wegen Peeves sind wir bestimmt zu spät. Hallo und willkommen zum Verwandlungsunterricht. Mit einem sehr schwierigen Verwandlungszauber kann ein Zauberer zu einem Animagus werden. Animagi können sich in Tiere und dann wieder zurück in Menschen verwandeln. Zum Beispiel... Irgendwelche Fragen? Professor McGonagall, sind Werwölfe Animagi? Nein, sind sie nicht. Animagi verwandeln sich willentlich in Tiere. Werwölfe können diese Verwandlung nicht steuern. Und jetzt zur heutigen Lektion. Den Draconiforce und Lapiforce zaubern. Hermine, vielleicht könntest du der Klasse die Übung vorführen, die ich vorbereitet habe. Ich? Oh ja! Wenn du einfach durch diese Tür gehen würdest. Beginnen wir mit dem Lapiforce-Zauber, Hermine. Genau. Lapiforce, die Verwandlung von kleinen Gegenständen in Kaninchen. Korrekt, Hermine. 5 Hauspunkte für Gryffindor. Zaubere Lapiforce auf die Kaninchenstatue. Du kannst dann das verwandelte Kaninchen kontrollieren. Lapiforce! Benutze die Pfeiltasten, um das Kaninchen zu bewegen. Mit der rechten Maustaste hüpft das Kaninchen. Drücke Pfeiltaste oben und ausgezeichnet. Schau jetzt auf den Erdhügel.
Drücke, platziere das Kaninchen oben auf dem Hügel und drück die linke Maustaste, um mit dem Graben oder erfülle genau, die Aufgabe mit dem linken Kaninchen Maustaste und der Zauberwürfel oder alleine aufzuwirken. Und jetzt weiter mit dem Draconiforce-Zauber. Zaubere auf die Drachenstatue, Hermine, um sie in ein Lebewesen zu verwandeln. Draconiforce! Oh, ausgezeichnet! Hör jetzt gut zu. Um weiterzumachen, musst du mit dem Drachen das Feuerball-Paket aufnehmen. Dann fliegst du hoch und landest auf einer Plattform. Zum Schluss musst du die Fackel anzünden, um diesen Teil der Aufgabe zu lösen. Los geht's, Hermine. Drück die Leertaste, damit der Drache abhebt. Mit den Pfeiltasten fliegst du kurz. Hat der Drache ein Feuerballpaket aufgelesen, drücke die linke Maustaste und der Drache sprang fort. Der Drache kann für jedes Paket einmal Feuer speien. Draconiforce! Ein Bundimon hinterlässt eine stinkende Schleimspur, der du ausweichen musst. Wie eklig! Mit Rictus Sempra kannst du ein Bundimon betäuben. Wenn du schnell genug bist, kannst du hinaufspringen, denn vielleicht gibt es ja eine Belohnung frei. Rictus Sempra! Thank you.
Leistung, Hermine, du hast die Aufgabe gelöst. Du hast alle 10 Aufgabenschilde gesammelt. Ich komme in den Bohnen-Bonusraum. Fantastisch. Wow, das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Wow. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elasto! Bist du? Wie war's? Klasse! Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Was? Du meinst die fliegende, brüllende, dörferabfackelnde Art von Drachen? Nein. Es ist nur ein sehr kleiner verwandelter Drache. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Oder wir versuchen es später nochmal. Der nächste Morgen war recht stürmisch. Harry freute sich aber schon auf das erste Quidditch-Spiel der Saison. Er spielte ausgezeichnet. Bis plötzlich... Dementoren! Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen, also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat, also in deinem Fall ein Dementor, Harry. Zuerst üben wir an einem Ziel. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel, halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers aufzubauen. Du siehst einen Ring aus Licht deinen Arm hochsteigen.
Für einen perfekten Zauber musst du ihn in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Versuch es. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Okay. Expecto Patronum! Ausgezeichneter Zauber, Harry. Expecto Patronum! Genau so, Harry. Nur noch einmal. Fantastisch. Drei perfekte Zauber, Harry. Du bist bereit für die nächste Stufe des Unterrichts. Erkunde die Räume in der Umgebung und sei bereit für den Patronus-Zauber auf einen Irrwicht. Oh, ein Dementor. Nein, Harry, konzentrier dich. Der Irrwicht sieht nur wie ein Dementor aus. Er spielt mit deiner Angst. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Triffst du auch mehr als einen Dementor, oder in diesem Fall Irrwicht, wird ihre Präsenz dich wahrscheinlich daran hindern, dich zu bewegen. Ein perfekter Patronus schaltet den Irrwicht aus. Dann musst du auf alle übrigen Irrwichte zielen, bevor der vorherige Zauber aufhört zu wirken. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Ah!
sollten jetzt wirklich zur Zauberkunst gehen. Mit Gratius kannst du eine Reihe von Dingen gefrieren lassen, Harry. Fangen wir mit einem Amazonas-Salamander an, ja? Jetzt Obacht, Harry. Du musst das Geschöpf und sein Feuer auslöschen. Versuch es. Ausgezeichnet. Wow, das ist komplett gefroren. Und jetzt der beste Teil, Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Mit dem Pfeiltasten links-rechts drehst du dich. Mit Pfeiltaste oben wirst du schneller, mit Pfeiltaste unten langsamer. Los geht's. Wir sehen uns am Ende der Aufgabe. Glacier! 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 Recto Centra! Ha! Ha!
Abgezeichnet, Harry. Komm zurück, wenn du die Glacius-Aufgabe erneut hast. Aber nicht nur das. Du hast auch alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du weißt, was das bedeutet. Der Bohnen-Bonusraum. Viel Spaß, Harry. Wow, das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Harry. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abkommt. Hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Harry. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor wow. die Zeit kommt. Hier ist der Bohnen-Bonusraum. Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Dinge gefrieren lassen? Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass! Und Salamander, so groß wie Hagrid. Die blauen oder die purpurnen? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glacius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Trotz des gefährlichen Besuchers in Hogwarts wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war. War das? Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Armer Hagrid, sie haben ihn hingerichtet. Hey, da ist ja Krätze. Siehst du, Ron? Krummbein war unschuldig. Dich, du freche Ratte! Ah! Run! Harry, pass auf! Die peitschende Weide! Wenn der Hund da reinkommt, dann schaffen wir das auch. Schokofrösche. Defolso! Defolso! Rectus Sanctus! Rectus Sanctus! Aloha!
Nein, Salamander! Wo ist der Hund? Das ist kein Hund. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sirius Black ist nicht das, was ihr denkt. Und Kretze ist keine Ratte. Er ist ein Zauberer und heißt Peter Pettigrew. Was? Passt auf! Ich kann das erklären. Pettigrew ist ein Animagus. Nicht Sirius Black hat deine Eltern verraten, Harry. Das war Pettigrew. Seidenschnabel muss irgendwo da drin sein. Es ist schrecklich still. Hast du den Zeitumkehrer auch um die richtige Zeit zurückgestellt?
geschafft. Perfekt. Vorsicht jetzt. Genau. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Es muss doch einen Weg rausgeben. Draconifor! Ausgezeichnet, Hermine. Du hast die Tür geöffnet, aber ich komme nicht ran. Hilft das vielleicht? Perfekt. Halt dich fest. Ich schau, was drinnen ist. Depulso! Ja, viel gebracht. Jetzt sitzen wir beide hier fest. Hier drüben! Weißt du, wie Sirius Black entkommen ist? Jemand soll tatsächlich beinahe alle Dementoren vertrieben haben, die ihn fangen sollten. Capo de Tractum!
Raptum! Carporis Raptum! Lapidus!
Gelatius! Ich bin froh, dass ihr drei eure Abschlussprüfungen überlebt habt. Oh, sie haben wirklich Spaß gemacht. Sagst du, ich werde die nächsten Monate Albträume haben. Nun denn, mal sehen, ob ihr alle eure Anforderungen fürs dritte Jahr erfüllt habt. Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Los geht's! Hey, Harry! George. Hab grad dieses Passwort bekommen.
Weiß aber nicht, was hinter dem Porträt ist. Ja, ich nehme es. Wir sollten das hier eigentlich nicht verkaufen. Bringt dich in einen geheimen Bereich. Ja, ich nehme es. Ah ja, dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Okay, geht in Ordnung. Ah ja, dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Ja, ich nehme es. Das hier ist mir ein Rätsel. Ist aber garantiert doppelt so viel wert. Okay, geht in Ordnung. Ah ja, dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Ja, ich nehme es. Dieses Passwort wurde noch nie getestet. Du siehst aber wie jemand aus, der kein Risiko scheut, Harry. Das kaufe ich. Fortuna Major. Sprachgewirr. Fortuna Major. Hi Fred. Hi George. Hab grad dieses Passwort bekommen. Weiß aber nicht, was hinter dem Porträt ist. Ja, ich nehme es. Fortuna Major. Hallo Harry, willst du wohl wieder auf dem Hippogreif reiten, was? Wenn es keine Umstände macht? Nein, überhaupt nicht, Harry. Hier
geschafft! Alles klar! Ja, so ist's gut! Gut gemacht, Harry. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Viel Glück, Harry. Sehr gut, Seidenschnabel. Genau so. Sehr gut, Seidenschnabel. Geschafft! Gut gemacht, Harry. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Viel Glück, Harry. Sehr gut, Seidenschnabel. Geschafft! Ja! Ja, so ist's gut. Ja, so ist's gut. Gut gemacht, Harry. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Viel Glück, Harry. Genau so.
klar! Sehr gut, Seidenschnabel! Geschafft! Sehr gut, Seidenschnabel! Alles klar! Hast es geschafft, Harry. Hast alle 5 Karten des Satzes gewonnen. Komm bald wieder und versuch, deine Rekorde zu brechen. Hey, Harry, hier drüben! Nun? Gute Arbeit von euch allen. Ihr habt eure Anforderungen fürs dritte Schuljahr erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius Black und Seidenschnabel getan habt. Noch schöne Sommerferien, ihr drei. Und als der Hogwarts-Express ihn und seine Freunde wieder nach King's Cross brachte, fielen Harry einige Worte von Professor Dumbledore ein. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Harry, und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst.